Paulus zeigte ihnen, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach von den Toten auferstehen musste. Herzlich willkommen bei Rosalie, Emma, Otto, Paul und Nola. Das bin ich. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und ich habe auch die nächste Geschichte dabei. Dann legen wir gleich los. Blinddarm. Kiki liegt auf ihrem Bett. Schon wieder hat sie diese blöden Bauchschmerzen. Manchmal sind die schnell wieder weg und manchmal dauert es lange. Immer an derselben Stelle. Mama kommt rein. Sie sieht besorgt aus. Morgen fahren wir zum Arzt, sagt sie und streicht über Kikis Haare. Dieses Mal gehen die Schmerzen gar nicht mehr weg. Am nächsten Morgen brauchen sie beim Arzt gar nicht warten. Die Arzthelferin sieht sofort, dass es Kiki richtig schlecht geht. Auch der Arzt ist besorgt. Als er vorsichtig auf Kikis Bauch drückt, au, schreit sie auf. Das ist dein Blinddarm. Der muss wahrscheinlich raus. Der Arzt gibt Mama eine Überweisung. Dann geht's zum Krankenhaus. Im Auto weint Kiki. Ich will nicht operiert werden, Mama. Die müssen dann meinen Bauch aufschneiden. Mama hält Kikis Hand, während sie fährt. Ja, meine Süße, ich habe das auch erlebt. Das ist nicht angenehm, aber nach ein paar Tagen ist alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Im Krankenhaus geht alles sehr schnell. Kiki bekommt ein Medikament zu trinken. Dadurch wird sie ruhiger und ganz schläfrig. Mama bleibt die ganze Zeit bei ihr, bis sie eingeschlafen ist. Und als sie wieder wach wird, ist Papa auch da. 3 Tage geht es ihr nicht so gut. Die Narbe zieht. Ah, aber ihre Bauchschmerzen sind weg. 3 Wochen nach der Operation fährt sie schon wieder Fahrrad. Nur eine schmale Narbe am Bauch erinnert noch an diese schlimme Zeit. Wenn man Angst und Schmerzen hat, ist das manchmal ganz schön schlimm. Wie bei Kiki, als sie operiert werden musste. Dann muss man ganz tapfer sein. Aber es lohnt sich, weil danach wieder alles in Ordnung ist. Und so ähnlich war das auch bei Jesus. Er hat das Problem dieser Welt für uns in Ordnung gebracht. Er hatte Angst und große Schmerzen. Aber er hat es durchgestanden, weil er wusste, dass danach alles gut sein würde. Nur so konnte er das Böse besiegen. Das war echt stark von Jesus. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!